zehnmal die WM. Ein ganz normaler Moment in der Postfiliale am Goetheplatz in Frankfurt. Doch der Mann hier hinter dem Schalter ist niemand Geringeres als Schwimmlegende Michael Groß. Der hat nämlich eine Wette verloren. Wenn Deutschland Weltmeister wird, dann verkaufe ich Sporthilfe-Briefmarken. Ja, und so kommt es dann auch. Aber Michael Groß nimmt es locker. Es gibt, glaube ich, schlimmere Wettschulden jetzt als eine Stunde Briefmarken zu verkaufen. Und das ist eine schöne Sache, ja, weil erstens mal das Geld für die Sporthilfe-Briefmarken geht ja auch ein kleiner Teil an die Nachwuchssportler in den olympischen Sportarten. Insofern ist es doch eine lustige Sache. Michael Groß verkauft einen Teil der 5 Millionen Fußball-Weltmeister-Briefmarken, ist doch klar. Kaum nach der Öffnung des Schalters bildete sich eine lange Schlange bis raus zum Eingang. Aus allen Kontinenten kamen plötzlich Fans, die eben Briefmarken kaufen wollten. Ja, also Japaner waren schon da, Chinesen, Koreaner, Engländer, Amerikaner und ein Mexikaner. Also insofern Multikulti hier gerade auch bei der Post. Bei dem Ansturm sind die limitierten Briefmarken sicherlich schnell vergriffen.